Heyo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 22. Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Und heute werde ich euch zeigen, wie man ein sehr seltenes Tier in Minecraft bekommt, nämlich die braune Pilzkuh. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ja, braune Pilzkühe gehören zu den seltensten Mobs überhaupt in Minecraft und sind eben extrem selten. Und um eine braune Pilzkuh zu bekommen, gibt es insgesamt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder braucht ihr einfach eine ganze Menge Glück, denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Paarung von Pilzkühen eine braune Pilzkuh entsteht, ist ungefähr 1 zu 1024, das bedeutet ungefähr 0,1% der Paarungen im Endeffekt, die sorgen dann dafür, dass eine braune Pilzkuh geboren wird. Das bedeutet relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich natürlich, wenn ihr den ganzen Tag da irgendwelche Pilzkühe vermehrt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal eine braune Pilzkuh zu Gesicht bekommen. Das bedeutet, am besten schnappt ihr euch in diesem Fall einfach ein paar Stacks Weizen, lauft ins Pilzland oder reist dorthin und fangt dann dort an, eine Mushroom Farm zu bauen, also eine Pilzkuh Farm. Und hofft dann einfach darauf, dass ihr eine braune Pilzkuh bekommt. Die andere Möglichkeit ist etwas einfacher, und zwar spawnen auch dann braune Pilzkühe, wenn eine normale Pilzkuh, also eine rote Pilzkuh, vom Blitz getroffen wird. Und es gibt ja die Möglichkeit, in Minecraft Blitze zu beschwören, mithilfe eines Dreizacks, der die Verzauberung Entladung hat. Dann könnt ihr nämlich einen Blitz quasi selber erschaffen, während es gewittert, und dementsprechend so relativ gut dafür sorgen, dass eine Pilzkuh davon getroffen wird. Ist dadurch ein bisschen schwierig drauf zu gucken, dass ihr sie nicht aus Versehen tötet, aber so theoretisch gibt es eben die Möglichkeit, so auch eine braune Pilzkuh zu machen. Und ich denke, das ist, wenn man sowieso zum Beispiel einen Dreizack mit der Verzauberung hat, auf jeden Fall die einfachere Variante, als jetzt zu hoffen, dass bei 0,1% der Paarung eine braune Pilzkuh entsteht. Das Gute ist allerdings, wenn man erstmal zwei braune Pilzkühe hat, dann kann man die vermehren und das Kind von diesen zwei braunen Pilzkühen ist dann auf jeden Fall auch eine braune Pilzkuh. Das bedeutet, wenn ihr erstmal zwei braune Pilzkühe habt, dann könnt ihr auf jeden Fall quasi unendlich davon relativ einfach dann auch züchten und habt dann im Endeffekt damit keine Probleme mehr. Und das ist ja auch schon mal ein ganz guter Anfang. Braune Pilzkühe haben übrigens eigentlich überhaupt keinen Nutzen. Man kann sie allerdings mit Blumen füttern und wenn man sie dann melken möchte mit einer Schüssel, dann bekommt man eine seltsame Suppe von der Blume. Das ist so das Einzige, was sie eigentlich können. Also es hat nicht wirklich einen richtig guten Grund, eine braune Pilzkühe zu haben, außer natürlich, dass es eine sehr seltene Tierart ist und dementsprechend hat man so ein bisschen Prestige, wenn man eben sowas besitzt wie eine braune Pilzkuh, weil sie halt wie gesagt einfach super selten sind. Ja, das war eigentlich das ganze Geheimnis, wie man braune Pilzkuh in Minecraft bekommen kann. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag braune Pilzkuh in die Kommentare schreiben, dann weiß ich, dass ihr soweit geschaut habt. Und ansonsten natürlich, wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne in den Kommentaren schreiben, ich bin da ziemlich aktiv. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.